Ich habe auch gelernt, immer weiß man. עיתונאי ורוויזיוניסט מוכר הגיע לפורטוגל ב-1942 ועבר לאן הוא עבר? והשתדל להשיג ויזה אל מעבר לים ואמריקה הלטינית. לא תהיה בעיה. גם לשוחח בצורה חופשית. זה בסדר, זה רגיש מאוד. Setzte sich mit uns in Verbindung gerade zur Zeit, wo wir in der Rissera-Sache tief bei der Arbeit waren. Später fuhr nach Venezuela. Sah all die Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, und die Feindseligkeiten, denen wir seitens des Joint und der ortigen portugiesisch-jüdischen Gemeinde ausgesetzt waren. Schrieb aus eigener Initiative an Dr. Goldmann, mit dem bekannt und in guten freundschaftlichen Beziehungen zu stehen behauptete. Behauptete, es war nicht sicher, diese... Brachte mir eine Kopie seines Briefes. Später erkannten wir in ihm einen, was man hier nennt, Schwitzer. Und als der Tatakover bei uns über ihn anfrug, gaben wir reservierte Informationen, wie aus den späteren Korrespondenz zu ersehen ist. Ja, ich habe es gefunden. Gerder. Gerder, Nummer 2. Französisch assimilierter Jude aus den Kreisen der Haute Bourgeoisie Juif war... war dann aktiv hoher Offizier in der Maki und fuhr für kurze Zeit in spezieller Mission zu de Gaulle nach London. Wir lernten ihn kennen durch Gorlier und waren mit ihm auf seiner Hin- und Retourreise zusammen. Er interessierte sich ganz besonders mit unseren Aktivitäten und führte gerne zwei Missionen für uns aus. Ein Memorandum für London über unsere Tätigkeit in Portugal, damit von hoher Stelle über die Gesandtschaften zugunsten unserer Arbeit für die Flüchtlinge entsprechend interveniert wird. Ferner auf seiner Rückkehr übernahm es, mit jüdischen Untergrundleuten in Verbindung zu kommen. Sie meinen Ihre Reise nach London? Dass er ist gereist mit Ihnen nach London? Nein. Sondern, Nein, das war doch früher, bevor ich nach London gefahren bin. Das ist, den Memorandum hat er überführt noch? Er hat hingebracht zu de Gaulle, ein Memorandum über die Tätigkeit. Ihm hat sehr gefallen, unsere Tätigkeit. Und hat von mir verlangt eine Aufstellung, wie und was, und das hat er mitgebracht. Damit man von hoher Stelle aus wirkt bei den verschiedenen Gesandtschaften, bei Gorlier und so weiter, damit wir unterstützt werden in unserer Arbeit, damit wir nicht einsam dastehen. Ist das klar? Ja, sehr verständlich. Und was sagte ich da? Auf seine Rückkehr übernahm es, mit jüdischen Untergrundleuten in Verbindung zu kommen, was er auch tat. Dank ihm lernten wir kennen durchreisende Franzosen nach London vom zweiten Büro Intelligence Service. Eine kleine Episode soll hier hervorgehoben werden. Gerder erfuhr dann bei seinem Aufenthalt in Lissabon über die seinerzeitige Intervention des Joint bei der portugiesischen Behörde gegen mich, um die Vereinbarung wegen Ericeira an sich zu reißen. Das heißt, der Joint wollte die Sache übernehmen. Als er eines Tages im Hotel Tivoli aufmerksam gemacht wurde auf Schwarz vom Joint, ging er direkt auf ihn zu, apostrophierte ihn scharf, dass er und seine Leute sich vorsehen müssen, gegen Weismann nicht zu schikanieren, weil Weismanns Tätigkeit im Interesse der Alliierten und Juden geschah. Es kam zu einer scharfen Auseinandersetzung
ob das gewirkt hat oder nicht, aber interessant ist, die Episode zu notieren. Mhm. Er hat ihm gesagt, was du machst gegen die Alliierten, bist Anti-Alliierte, wenn du das machst. Gordiev war die Bekanntschaft? Ja, durch Gordiev ich ihn kennengelernt. Jetzt kannst du dich erinnern, welche... Ein sehr feiner Kerl, ich zeige Ihnen das Bild bald. Ungefähr welches Datum war das? Das wird gewesen sein, 43 zur Zeit der Regisseursache. Wenn ich nicht irre, war er auch mit herausgefahren zu der Festlichkeit, als die hunderte Leute nach der Regisseur brachten. Sie haben das genannt, jüdische Untergrundbewegung in Frankreich? In Frankreich, ja. Er kam in Kontakt mit einigen Leuten und erzählt über Portugal und... Eine Organisation kann man nicht sagen, aber einige einzelne Leute, die sich mit Rettungssachen befassten, wie Efreukin und Jarblum und wie sie alle hießen. Ja. Eine ausgesprochene Organisation war leider nicht, konnte auch nicht sein. In der ersten Zeit nicht. Was haben Sie jetzt? Nur das Marcel Troyel. Troyel. Ich kann mich nicht erinnern, wer das ist. Na gut, gehen wir weiter. Sorin, ein in Portugal jahrelang gewesener, ansässiger Diamantenhändler, der nach United States übersiedelte. Sorin, ein seriöser Mann, angesehen unter allen Juden in Portugal, war degutiert über die Machenschaften und seitens der portugiesisch-jüdischen Gemeinde und Joint und wollte bei seiner Ankunft in New York Tatakover entsprechend informieren und dort wirken, dass verlässliche Leute von Joint nach Lissabon geschickt werden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Sorin nicht der Einzige war, der wegen des Umgangs der Joint-Leute angewidert war, das Gefühl der Verbitterung war bei all den Flüchtlingen zu jener Zeit, die nach den Vereinigten Staaten auswandern konnten. Bei Sorin war es besonders interessant, weil er kein Flüchtling, sondern ein Ansässiger war. Ein ansässiger Portugieser? In Portugal. Ein ansässiger Geschäftsmann war, der mit Ruhe und Objektivität sich das ansehen und beurteilen konnte. Deswegen habe ich ihn zu Tatakover geschickt. Er ist dann auch in Verbindung mit irgendeiner Initiative von Untergrundaktivität. Sorry, nein, kann ich mich nicht entsinnen. Dann haben Sie ja. Hermann. Hermann Barcelona, Flüchtling aus Frankreich, der in Barcelona lebte. Ich kannte ihn persönlich nicht. Er wurde uns als verlässlich empfohlen. Da Barcelona als erster Abstecher bestimmt wurde, während die zweite Station vor Lissabon Madrid war, wo Croustillon unser Vertrauensmann war, betrauten wir Hermann mit der Übernahme der Kinder für ein paar Tage, bevor die Führung weiter nach Madrid ging. Nun kamen die Kinder mit größeren Abständen und plötzlich erfuhren wir von Hermann, telefonisch oder brieflich, dass eine Gruppe Kinder einfach vom Joint in einem anderen Haus von ihrem Vertreter dort, ich glaube er hieß Joel Siqueira, verschleppt oder wie er sich ausdrückte, gegambelt wurden. Wir haben bald darauf den Hermann nicht mehr getraut. Und wir alle, Croustillon inbegriffen, waren überzeugt, dass Hermann einen Betrag von den Joint-Leuten bekommen, um denen die Gruppe Kinder auszuhändigen und uns dann von Weggegangenen zu sprechen. In der Tat hat doch später der Hermann uns ganz verraten und bei uns Umorganisieren und unsere Leute umstellen, übernahm Hermann die Kinder und verteilte sie unter Joint, während für uns war die Tatsache die Rettung unserer jüdischen Kinder wichtig.
als solche ging es dem Joint darum, einen Prestigenutzen daraus für sich zu schaffen. Und das ist doch wirklich die Wahrheit, denn was hat der Joint mit Untergrundarbeit, eine Hilfsorganisation, so wie die Sochnut mit Reisen sich befördert, Hitze mit Reisen. Ja. Aber was hatte der Joint? Aber im Gang ging es darum, es heißt, der Kongress hat Rettungsarbeiten gemacht und der steht und schaut zu, was hat er mit Rettungsarbeiten zu machen. Hätte er nur wollen wirklich machen, hätte er wirklich uns helfen wollen. Ich war doch derjenige, der zu, in der Korrespondenz müssen Sie das gesehen haben, der zu Schwarz ging und zeigte ihm, das hatte ich mit der Polizei verabredet. Ich habe nichts dagegen, dass die Sache auf gemeinsamen Namen geht. Ich habe auch nichts dagegen, dass sie auf Ihren Namen geht. Aber arbeiten Sie mit mir gemeinsam in der Sache Erisera. Das war die Erisera-Sache. Daraufhin war doch seine Antwort, ja, das, warum denn nicht und so weiter. Und am nächsten Tag ging er mit einem Rechtsanwalt zu der Polizei, um zu sagen, wozu übergibt man einen Weißmann, der ein Geschäftsmann ist, der nichts mit solchen Sachen, der niemanden vertritt, der angibt zu vertreten, eine Organisation. Also ich meine, bei denen war es doch nur darum zu tun, dass ein Angestellter ein Vorwärtskommen, ein persönliches Vorwärtskommen, der hat was aufgetan und so weiter und so weiter. Und das unterschied Joint-Arbeit und unsere Arbeit. Bei uns ging es nur um die Sache. Und so war es mit den Kindern, sie haben Kinder gehabt, war es als Sinn, dass
Hat. Hat. Jetzt kommen Sie dort. Ja, jetzt kommen wir auf B. Meine persönliche Stellung. Ja. Ich kam mit meiner Frau im Juni 1940 als Flüchtling in Lissabon an. Und zwar nach einer schweren, gefahrvollen Flucht per Auto, Bahn und weit über 100 Kilometer im Fußmarsch von Frankreich über Spanien, wo überall die Deutschen uns auf die Fersen folgten. Spanien hat sich gegeben Transitvisas? Spanien haben wir bekommen Transitvisas. Das haben wir bekommen in Frankreich. Durch einen Konsul mit Geld, mit nicht Geld, aber wir haben bekommen Transitvisas. In Südfrankreich schon oder noch in Paris? Ich glaube in Südfrankreich. Transitvisum hat sie gegeben. Die Hauptsache, sie wusste, man bleibt nicht. Wenn man ein portugiesisches Visum hatte, war keine Gefahr für Spanien mehr. Das portugiesische Visum haben sie bekommen? Die haben wir bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall kennen mit dem portugiesischen Konsul. Nein, kennen Nein, Sie nicht. Ist doch nicht interessant. Das ist sehr interessant. Interessant, ja, aber... Ja, wir gehen weiter. Unsere Sorge, wie die Sorge aller anderen Flüchtlinge, war, die Flucht nach Übersee fortzusetzen. Da die Befürchtung nahe stand, dass die Deutschen Spanien und Portugal ebenfalls besetzen werden. Wir reichten überall für Visums ein, denn wohin war dann egal. Die Hauptsache war, je früher irgendwo in Sicherheit zu kommen. Es verging lange, lange Monate und ein Visum kam nicht. Da habe ich da irgendeine Notiz gemacht, aber wo ist denn diese Notiz, weiß ich schon so nicht. Ich habe da etwas sortiert. Ein amerikanisches Emergency-Visum erhielten wir 41 oder 42. Im 41 befreundete ich mich mit zwei jungen Leuten namens, zwei Brüder, namens Bienenstock. Polnische Juden, die ebenfalls über Frankreich ankamen. Der eine Bruder fuhr weiter nach London, wo er in der polnischen Armee als Offizier eintritt. Der zweite erhielt ein amerikanisches Emergency-Visum und flog dann später nach New York. Mit diesen zwei Brüdern die von einer ersten polnisch-jüdischen Familie, ihr Vater war, glaube ich, jüdischer nationaler Abgeordneter, freundeten wir uns sehr an. Die Bienenstocks waren mit Dr. Silberschein sehr befreundet, der an sie herantrat, sie sollen sich in Lissabon auf einen Lissaboner Vertrauensmann umsehen, den er die Vertretung der Redico und eventuell später des Kongresses übergeben könnte. Die Bienenstocks waren in Kontakt mit den Lissaboner Juden, sind aber zum Schluss an mich herangetreten und mich befragt, ob ich die Vertretung nicht übernehmen möchte, solange ich in Portugal weile und falls ich wegfahren sollte, ich jemanden Verlässlichen ausfindig machen für eine solche Tätigkeit und Silberschein empfehlen. Da sich weder unter den eingeborenen portugiesischen Juden noch unter zugewanderten Einsiedlern einen seriösen Menschen finden. Ich akzeptierte und bekam später ein Schreiben von Silberschein, der mich mit der Vertretung betraute. Das war noch in 41er Jahr oder später? Das war 41. Anfangs Schluss, kann sein. Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aus der Korrespondenz müsste sich doch das ergeben. Wann Nein, die Korrespondenz beginnt doch nur in 43er oder Ende 42er Jahre. Dafür ist diese Frage. Aber außerdem, in der Weile waren Sie in Lissabon und haben... Immer in Lissabon.
Sie konnten dort frei rumgehen? In der ersten Zeit, bis geschaffen worden ist, dieses Residence Forcée, konnten alle frei rumgehen. In Caldas? Bis geschaffen worden ist Caldas, konnten in Lissabon alle frei rumgehen. Da kam doch plötzlich dieser Beschluss, wir müssen alle Lissabon verlassen. Und auch tätig sein, das heißt irgendwie handeln oder arbeiten oder... Nein, arbeiten durften die Flüchtlinge nicht, das heißt arbeiten. Das war streng verboten. Das war für Arbeiten, aber obwohl die Gesetze in Portugal sind sehr lockere Gesetze, es ist nicht so, dass man Arbeitskarten nachweisen muss, aber erstens war gar keine Arbeit dort möglich. Es war möglich, arbeiten, solche schwarze Arbeiten mit Deutschland, über Agenten, über Vertreter. Leider haben ein paar einsässige Juden kamen auf der schwarzen Liste. Von den Juden? Ja, die Engländer, die waren sehr scharf dahinter. Aber sonst war in Arbeiten in Portugal während der Fluchtzeit auch dachte niemand an Arbeiten. Es war keine Arbeit. Das war sehr schwer. Ja. Haben Sie irgendwelche Beziehungen gehabt zu den Lokalbehörden, jüdische oder allgemeine? Das heißt zu der Gemeinde? Zu der Gemeinde. Ich hatte es mir genügt eine Besprechung mit dem Präsidenten, der gesagt hat, wir Portugiesen können da in diesen Sachen, er darf nichts anrühren, an diesen Flüchtlingssachen und so weiter. Mir genügt eine Besprechung mit ihm, dass ich gesehen habe, dort ist Gefahr für uns. Das war so um der Ericeira-Affäre? Nein, das war viel früher, gleich noch am früher, Anfang. Noch früher. Früher, in dem Moment, wo ich begonnen habe mit Relico und so weiter, und da brauchte ich eine moralische Stütze gegen um in Kontakt zu kommen mit den Roten Kreuz der Portugiesen und so weiter und so weiter. Also jedenfalls dachte ich, es wäre gut, vielleicht ein Komitee zu schaffen, die sich mit Sachen befasst, in der ersten Zeit. Und ich ging zu dem Präsidenten und da stellte ich fest, ich habe da mit einem Faschisten zu tun in der Zeit. Der Herr Ramsalak? Ramsalak. Professor Ramsalak. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich in dem Sinne, er ist bereit zu verkaufen, alle Juden, die Hauptsache, dass er da irgendwie adressiert, ist ein sehr unseriöser Mensch auf diesem Gebiet für uns Juden, jüdische Sachen. Ja. Aber nachher haben sie profitiert, seine Familie hat profitiert von der Joint, sie sind angestellt worden und so weiter. So dass ich der Flüchtling mit der Tätigkeit betraut wurde, was allein schon einen gewissermaßen Ärger unter einigen Ansässigen hervorrief, die sich ignoriert fühlten. Die Tatsache allein, dass ich auf einmal aufgetreten bin, ich bin doch wartet nur ein Flüchtling, wie alle Tausende, die da waren. Und auf einmal trete ich auf und setze mich in Verbindung mit dem Roten Kreuz und beginne Pakete zu wegzuschicken und so weiter. Eine Vertretung von der Schweiz, vom Kongress. Also sicher, dass er geweihigen Erfolgen, so wie Ritten und wie sie heißen. Das war der Anfang von Ärger gegen mich. Durch die Brüder Binnenstock wurde ich mit den Leuten von der polnischen Legation bekannt. Da beginnt es. Was für mich später von großem Nutzen war. Ich gehörte nämlich zu den vielen tausenden türkischen Staatsangehörigen, die ihre Staatsbürgerschaft wegen nicht rechtzeitiger Rückkehr nach der Türkei verloren. Leider waren die Formalitäten unserer französischen Naturalisierung, für die wir in Paris ansuchten, und die uns zugesagt wurde, bis zu unserer Flucht aus Frankreich, noch nicht finalisiert. Ich konnte daher in Portugal als Staatenloser kommen. Die Staatenlosen hatten es stets schwerer, ein Überseevisum in die lateinamerikanischen Staaten, aber auch wo immer, zu bekommen. Schwierig, sie hatten es schwieriger als einer, der mit einer Staatsbürgerschaft und gültigen Pass versehen war. So glückte es mir, dass der polnische Minister persönlich mir und meine Frau
uns beiden als polnische Bürger machte und uns gültige polnische Pässe aushändigte. Nun wurde Würbiber Weißmann schon wieder gemunkelt. Ein Türke, der in Polen nie gelebt hat, kein Wort Polnisch sprach, zum Polen gemacht wurde. Bestimmt dürfte etwas Mysteriöses dabei sein. Das war auch so. Ich habe alles zu verdanken diesen zwei Brüdern. So komme ich in Kontakt mit den Leuten und so ergab sich das. Aber schon hat es geheißen, wie ich da eben erklärte. Und so habe ich, was ich gemacht habe, war immer etwas, wo man sich das aneignete, um darauf zu, gegen Weißmann, das zu sagen. Durch die Polen. Das müssten sein, die Leute vom polnischen Club, die das erwähnten. Bitte? Wem hat es so gestört, diese... Die polnischen Juden, unsere... Die polnischen Juden. Ja, das heißt, diese Riten und... Die dort ansässigen. Die Flüchtlinge haben sich nicht gekümmert, jeder hat sich retten können, wer retten konnte in so einer Situation, da wir waren. Aber die Ansässigen, da ist Weißmann geworden, der Vertreter von Reliko. Auf einmal ist er polnischer Bürger geworden. All das, es war mysteriös für die Leute. Durch die Polen kam ich in Kontakt mit Gorki. Mit Gorki, mit dem tschechischen Vertreter und anderen Diplomaten. Hinzu kam, dass ich mit der Vertretung des Kongresses unter allen Alliierten Kreisen ziemlich bekannt wurde. Ich habe mich begonnen zu schützen, ich bin doch auch etwas, bin doch nicht ein Flüchtling. Am so und so vielen, das Datum weiß ich nicht, das dürfte aus der Korrespondenz übersehen sein, wurden die Flüchtlinge seitens der Polizei gezwungen, Lissabon zu verlassen und in einem gesammelten Ort, Residence Forcée, Caldas de Reina, 90 Kilometer von Lissabon zu ziehen. Das Schicksal aller mussten auch wir, meine Frau und ich, teilen, wodurch meine Tätigkeit sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Während meines langen Aufenthaltes in Caldas de Reina, ich glaube ein Jahr oder noch länger, besuchte mich Gorlier, polnische und andere Diplomaten, ein Grund mehr Gerüchte über mich zu verbreiten. Als mir die Ressera-Sache gelungen war, die Ressera-Sache war doch vor Caldas, da steigerte sich der Hass derjenigen, die als Beamte in unseren Wohlfahrtsorganisationen tätig waren und nach Prestige und Erfolge suchten, wegen persönlichen Fortkommens. Da muss ich eine Sache klar machen. Ericera, laut der Korrespondenz, war Ende 1942. Und ja, ich weiß, dass nach Caldas hat man sie gezwungen, zurückzuziehen, glaube ich, ein paar Wochen oder Monate nach der Ericera-Affäre. Die Frage ist, ob das war früher. Das heißt, wir waren schon früher. Ich habe verstanden, dass die Ericera-Affäre. Nein, aber ich weiß nur, dass die Vereinbarung mit der Polizei lautet Weißmann, Hotel Tivoli, wenn ich mich nicht irre, sonst hätte sie durchschickt Weißmann, Caldas de Reina. Ja, die Korrespondenz geht Tivoli, nicht Arena. Nicht? Ja. Also da war ich doch in Tivoli dann. Da war ich doch. Die Frage ist nur Sie, ob es waren zwei Caldas für Sie? Bis Ericera und nach Ericera oder nur einmal nach Ericera? Kann ich mir natürlich nicht sagen. Das muss doch aus der Korrespondenz zu ersehen sein. Ich bin es vielleicht noch weiter. Ja, das muss doch aus der Korrespondenz zu ersehen sein. Ob ich von Caldas Briefe geschickt habe oder von. Es war nur eine Episode, die Ihnen bekannt ist, mit meiner Frau im Spital. Ja, das glaube ich, wenn wir es später. Das hat einen Monat. Nein, da war ein voller Monat, saß ich in Portugal, statt in Caldas. In Lissabon, statt in Caldas. Nur aus dem Grund, weil meine Frau im Spital lag. Ich habe meine Frau im Spital, sie war gesund, aber wir haben sie als krank gemeldet, ein Zimmer dort genommen, erste Klasse. Und sie hat Eisbeutel oder weiß ich was bekommen, die sie nicht verwendet hat. Und der Arzt war mit uns. Und so lag sie einen Monat, als der Rabbi Miller, Irving Miller, nach Portugal kam. Sagte, wo ist Ihre Frau? Sag ich, kommen Sie. Ich fuhr mit ihm im Spital, sage, da ist meine Frau. Sie ist aber gesund, sie liegt da. Nur damit ich in Lissabon, denn das erlauben die Portugiesen. Dort, wo die Frau sein muss und so weiter, da erlauben sie, dass der Mann
Frau ist krank, da muss ich, kann nicht da bleiben, wo sie ist. Ja, also, was ich habe da noch Notizen, was, wo ich weiß gar nicht, wo wir geblieben sind. Sie bis zu der Kaldo-Chauffeur, das heißt bis Residence Forcée. Als mir die RSR-Sache gelungen war, da steigerte sich der Hass derjenigen, die als Beamte in unseren Wohlfahrtsorganisationen tätig waren und nach Prestige und Erfolg suchten, wegen ihres persönlichen Vorkommens. Während die einheimische jüdische Bevölkerung spekulierte, dass ich entweder mit Spionagesachen zu tun habe oder irgendwie mit der Polizei und deren sozusagen Gestapo zu tun habe. Weitere Fragen? Nein. An Goldman schrieb ich, damit er von Amerika aus dasselbe, was Dr. Silberschein aus Genf tat, nämlich mich offiziell durch das Foreign Office zu akkreditieren, damit meine Bemühungen herauszukommen von der Residence Forcée von Caldas-Darelia unterstützt werden. Da mache ich eine Bemerkung, Irrtum. Es war keine Rede von einem anderen Kongressdelegierten. Leider und meiner wiederholten Besuche beim Kongress, jemanden von dort zur Mitarbeit nach Portugal zu schicken, blieben leider erfolglos. Ich blieb allein, ganz allein während der ganzen Zeit. Das war wirklich die Katastrophe. Sie haben gesehen von der Korrespondenz, dass Sie... Das war doch die Katastrophe. Wo konnte ich das alles wissen? Erstens muss ich jemanden da, mit dem ich sprechen kann, darüber. Ich konnte doch mit niemandem sprechen. Das war, ein Komitee fehlte mir. Ich hatte nur nicht mehr die Leute, von wessen Mitte ich das Komitee mal schaffen soll. Wenn man mir geschickt hätte, von New York einen Mann, der Erfahrung hat in diesen Organisationssachen, der verlässlich ist, der vertrauensvoll ist, der zum Kongress gehört, hätte ganz anders arbeiten können. Jetzt sagen Sie weiter, ja, Miller. Ja, ob der Rabbi Miller Ihnen geholfen hat in... Miller. Ich wurde vom Kongress von seinen Kommen informiert. Er wartete ihn und brachte ihn im selben Hotel Tivoli, wo ich wohnte. Und dort brachte ich ihn unter. Meine Frau war dann zu jener Zeit im Spital. Sein Kommen war nützlich. Schon allein, dass eine solche eminente Persönlichkeit aus New York kam, um mich als den Vertreter des Kongress zu identifizieren. So zum Beispiel sagte mir nach seinem Besuch Hart von der britischen Embassy, endlich gute Worte über sie zu hören. Sonst trägt man uns alles Mögliche, um sie zu diskreditieren zu. Was wir doch nicht glauben, da wir sie von ihrer Tätigkeit kennen. Also in dieser Hinsicht war er bestimmt gut. Er ging zu den Quäker, er ging zu den Unitarier. Die sahen, es kam eine Persönlichkeit von Amerika und hat nichts gegen mich zu sprechen, sondern umgekehrt. Das war für mich eine moralisch starke Unterstützung. Kann ich Ihnen weiter sagen? Ja. Unsere Befreiung aus der Residence Forcée kam als Folge meiner und meiner Frau Arrestierung. In diesem Zusammenhang kann man eigentlich Schrift nicht lesen. In diesem Zusammenhang könnte interessant sein, Folgendes hervorzuheben. Als ich am fünften Tag meiner Arrestierung dem Polizeichef Gestapo vorgeführt wurde, erklärte er mir nach einem stundenlangen Verhör, dass ich frei bin und dass ich meine Arrestierung der jüdischen Organisationen in Lissabon zu verdanken habe. Also das ist der Clou der ganzen Geschichte.
Denn ich habe eine Diskussion mit ihm geführt, wir standen schon, das war schon im Jahr 43, glaube ich. Mai 43, oh, Ende Mai. Und ich habe mit ihm eine scharfe Diskussion geführt, wie sie handicappen unsere Arbeit, und dabei nennen sie sich Freunde der Alliierten und so weiter, und ich spielte mich vielleicht ein bisschen sehr rauf als für Alliierte und so weiter. Aber warum ich arrestiert worden bin, was sind das für Ausreden? Die Geschichte mit dem belgischen Nazi ist doch eine pure Ausrede gewesen. Sagt der mir: Weißmann, bedanken Sie sich bei Ihren jüdischen Organisationen in Lissabon. Nicht wir sind daran schuld. Was trotzdem dem, dass die direkte Beschuldigung war, dass Sie haben gehabt Verbindungen mit diesem Arzt, den ich habe... Ja, das war doch eine pure Ausrede. Der Arzt ist auch freigekommen. Ich wusste gar nicht, wer der Arzt ist, was der Arzt in dem Sinne, dass er Kommunist oder nicht Kommunist ist. Ein Arzt, den ich kennengelernt durch Gordier, aber ich komme, ich glaube, es ist ja, da die Frage, Arzt, ja. Ich komme zu dem Arzt. Wilfried Israel versprach bei seinem Aufenthalt in London alles zu tun, was uns in unserer Arbeit erleichtern soll. Er sprach mit der Gemeinde, er sprach mit Joint, er sprach mit mir, er hat ein Mittagessen mit mir gehabt, er war ein paar Mal mit mir zusammen und sagte mir, er sieht die Arbeit, er nimmt Notiz von allem, wenn er dort sein wird, wird er alles tun, damit man mich in meiner Arbeit encouragiert. Das war alles. Sie haben getroffen in Kaldas? Nein, ich kam speziell runter nach Porto, nach Lissabon. Ich weiß, wir waren immer im Tivoli zusammen, nicht in Kaldas. Hat er etwas aktiv getan? Bitte? Hat er etwas aktiv? Nein, er hat nur, das war so quasi eine Forschungsreise. Er hat sich erkundigt. Nein, in Ihren Gunsten? Nein, er ist doch umgekommen. Er ist doch nie nach London gekommen. Ich meine in Lissabon? In Lissabon, nein. Was sollte er machen? Er wusste, dass es unmöglich Feuer und Wasser zusammenzubringen. Die Gemeinde mit mir, die Gemeinde fühlen sich als Portugiesen, wenn was zu erreichen ist, dann müssten Sie... Ich, sagen, ich habe diese Frage geschrieben, weil ich habe gefunden in der Korrespondenz, dass Sie ja. schreiben an London, ja. oder an London, glaube ich. Es war mit Bernd Locke in Verbindung, oder ich weiß nicht mit wem. Mit Locke, ja. Und Sie fordern, dass Wilfried soll annoncieren in Lissabon, dass er sie nützt, um die Austeilung von Zertifikate. Und Sie schreiben nach London, dass nur auf diesem Urteil wird man Sie lassen frei in Lissabon. Das kann sein, das war eine Idee von mir. Also die Frage ist, ob er es wirklich getan hat. Das heißt, und das möchte ich noch geben, eine andere Position. Ich habe alles getan, damit ich in Lissabon bleiben kann. Ich habe alle Wege versucht. Kann sein, dass ich auch gesagt habe, bitte sehr, sehen Sie zu, nennen Sie mich als quasi den Vertreter für Zertifikate, ob Ja-Zertifikate oder nicht. Aber als solcher werde ich es auch leichter haben mit der Behörde, mit der Polizei. Verstanden. Und das, dazu ist nicht gekommen? Nein, es ist nicht gekommen. Nachher das war die Frage. Nachher kam doch Liechtenstein. Ja. Nein, dazu ist nicht gekommen. Die haben gewartet, Israel, den Wilfried. Zurück. Sicher, von den Behörden. Und Israel nicht. Allein hat sie auch nicht ernannt bei den Behörden als sein Vertreter oder sein. Nein. Das hat er nicht gemacht. Nein. Bei ihnen war es auch darum zu tun, gut zu leben mit der Gemeinde und so weiter. Denn sie wollten sich da niederlassen. Keine Untergrundarbeit. Bei mir war nur alles in Gefahr, was ich gemacht habe. Und ich konnte nicht offen sein. Ich konnte nicht daraus auch mit meiner Sprache. Mit der Sprache. Also, ja. Ja. Nun weiter? Ja. Ich finde nicht deinen Brief, datiert 31. Mai 43. Ich finde nicht einen solchen Brief. Und die Engländer bekommen für Sie die Bewilligung. Worauf hin haben Sie es getan? Ich werde Ihnen sagen, die Polen, ich bin doch polnischer Staatsbürger. Ich war doch polnischer Staatsbürger, das ist doch normal. Die Briten, weil ich im Interesse der Alliierten tätig bin. Ich bin im Interesse, wie und was, brauchen Sie nicht erklären. Dass ich im Interesse der Flüchtlinge tätig bin, dass ich für jüdische Sachen tätig bin, war für die Engländer eine Selbstverständlichkeit, dass das unterstützt werden muss. Und woraufhin haben Sie es bekommen von den Portugiesen? Das ist die Engländer oder die Polen? Die Engländer, auf beide wahrscheinlich. Ich weiß nur, als ich vom Dings weg bin, hat man interveniert. Der Hart hat interveniert bei der Polizei, als ich vom Gefängnis war. Da hat er gehabt, erstens solche, das muss gewesen sein, zu derselben Zeit scheinbar, nicht?
Ja, hat er gehabt. Ja, da hat er gehabt, erstens diese Tatsache, dass man uns umsonst eingesperrt hat. Zweitens, von London gebeten, man soll intervenieren. Alles zusammengenommen hat er wirklich bei uns auf einmal gesagt, wir können bleiben in Portugal. Ausnahme für euch. Verstehe. So ungefähr muss es gewesen sein. Dieselben Engländer haben dann interveniert, man soll mich nicht noch auslassen von Portugal. Das ist aber eine spätere Sache. Wegen der zionistischen Tätigkeit nachher. Zeitungsartikel und so weiter. Ja, jetzt sind wir bei 6. Nicht? Ja. Nein. Was gibt es? Die Frage ist, ob nur ihre Verbindung mit dem französischen Arzt, mit diesem, ja. Und das war die. Nein. Als ich am 5. Tag nach der Arrestierung dem Chef der Polizei vorgeführt wurde und als er mich nach einem stundenlangen Verhör als frei erklärte, machte er mich aufmerksam, dass ich wegen meines Arrestes mich bei der dortigen jüdischen Gemeinde bzw. meiner jüdischen Organisation zu bedanken habe. Gut. Aber da steht, vom Arzt steht nichts. Ja, gut. Die Antwort ist negativ. Das heißt, nach den Dokumenten. Ja, ja. Jetzt ist Gimmel. Was ist das? Die Reserve. Mir war bekannt, dass der Kongress in New York. Ja. Ich habe eine Frage, ob der Kongress in New York. Ja, dass der Kongress New York, besonders mit dem Joint, sich herumreißen. Ich meinerseits hätte Geldhilfe vom Joint im Interesse der Rettungssache sehr gebrauchen können. Aber niemals wäre es angebracht, dem Joint-Beamten über meine unterirdische Arbeiten und meine vertraulichen Verbindungen zu informieren. Daher auch meine Distanzierung. Joint Hitzem, die portugiesische Gemeinde, bildeten eine einheitliche Front mir gegenüber. Es ging so weit, dass einer langjährigen Bekannten von mir, Frau Miriam Berkowitz, die eine hohe Stelle beim Hitzem annahm und später die Hitzem selbst leitete. Verbot seitens der Hitzem-Direktion erhielt, mit mir nicht mehr zusammenzukommen, was sie mir später einmal, also nach dem Krieg, offenbarte. So weit ging die Sache mir gegenüber. Nicht nur ich wurde ignoriert, nicht nur ich wurde gemieden, sondern gehasst. Warum? Weil ich etwas auftue. Warum? Weil ich denen nichts sage, weil ich mich nicht unterwerfe denen. Und dass diese Geschichte mit der Berkowitz, die später nicht zum Leitete, die Direktorin war und die eine hohe Beamtin war, wir waren gute Freunde noch von Deutschland. Aber wir sahen uns immer seltener und seltener. Wir verdächtigten etwas. Vielleicht geniert sie sich, da mit uns zusammenzukommen. Aber nachher hat sie uns erklärt, sie hat ein offenes Verbot gehabt. Darf mit mir nicht zusammenkommen. Also da sehen Sie, wie die Situation dann war, wie sie angestrengt sie war. Die wohnt in Portugal, die lebt, die ist da. Da kommt, geht noch weiter. Ich wurde eben, da schreibe ich noch dazu, ich wurde eben oder böswillig gewichen, das ist so wie ich sagte. Sondern weil ich hauptsächlich vielleicht auch deswegen, weil die ahnten, dass ich Arbeit mache, die nicht legal sind. Und die wollten sich legal. In gewisser Maßen kann man sie nicht 100% verdächtigen, beschuldigen. Mhm. Denn die mussten sich in legalen Sachen halten. Es war eine offene Gesellschaft, nicht wahr? Aber nicht desto weniger, in der Stille hätte so ein Direktor von Hitzem zusammenkommen können, mit mir sprechen und so weiter. Aber man hat mich gemieden. Also das ist. Nun kommen wir zu der Ericeira-Sache, nicht? Ja. Als ich die Arbeit in Ericeira gewissermaßen abschloss und gezwungen war, das Büro zu schließen,
schmuggelten sich noch immer Flüchtlinge ohne Visum ins Land. Die Katastrophe war dann aber komplett. Die portugiesisch-jüdische Gemeinde war diejenige, die von der Polizei als unsere Nachfolgerin in der Legalisierung von Illegalen bestimmt wurde. Die jüdische Gemeinde behandelte die Sache folgendermaßen. Wenn sich ein Illegaler, sie behandelte sie folgendermaßen im Zusammenhang in Einverständnis mit der Polizei, und zwar, wenn sich ein Illegaler wegen seiner polizeilichen Legalisierung präsentierte bei der jüdischen Gemeinde, wurde ihm erklärt, dass er die folgende Manipulation mitmachen muss. Er müsse zur Polizei sich dort als illegal melden, wofür er arrestiert wird. Später interveniert die Gemeinde, erwirkt seine Befreiung und er kommt nachher her. Einer oder zwei haben es gemacht. Die anderen Zugekommenen haben es vorgezogen, illegal zu bleiben, weil sie zur Sache kein Vertrauen hatten und nicht sicher waren über die Dauer des Verbleibens im Gefängnis. Ist Ihnen das klar? Ja. Waren viele solche? Es waren mehrere, ich weiß nicht, vielleicht waren es 10, 20, 30, das kann ich nicht sagen. Also nicht so in Hunderte zu zählen? Nein, in Hunderte nicht. Aber da... Ich habe mir eine Notiz gemacht. Zwei, was haben Sie zwei? An wem haben Sie geschrieben, den Memorandum? Und da ist ein Tick Nummer 2. Ein Memorandum, zu wem geschrieben? In welchen Sie die ganze Affäre von Eri Serra detaillieren? An niemanden, nein. Nehmen wir gleich Dessal. Dessal. Dessal, ja, das gehört von Dessal. Dessal war der Chef des englischen Intelligence Service in Lissabon. Ja. Und der anfangs gewünscht hat, dass ich den Kontakt mit Alexander aufgebe und auch den lateinamerikanischen Diplomaten und andere. Was alles? Gut, gehen wir weiter. Gut. Die dritte Frage ist für wer war noch in dieser Kommissar parallel? Keiner außer meiner Frau und ich. Hier war wieder einmal eine Sache, wo ich mit der allergrößten Vorsicht tätig sein musste. In der Vereinbarung mit der Polizei lautet es, dass ich Flüchtlinge, deren Geburtsort Russland ist, nicht legalisieren lassen darf. Umgekehrt, solche müssen wir der Polizei übergeben. Sie werden dann wieder eingesperrt und bleiben eingesperrt. Gewiss waren darunter auch solche, die aus Russland stammten. Aber die übergab ich niemals der Polizei, sondern unter vier Augen wurden deren Geburtspapiere vernichtet und in den Formalitäten für die Polizei wurde aufgenommen, dass sie irgendwo in einem polnischen oder galizischen Ort geboren waren. Und so wurden solche legalisiert und kamen in Achereserra. Ich konnte daher keinen fremden Menschen bei mir sehen. Ja. Das heißt, also dieses Notiz, der Kommissar par Legislation, das ist ein Schild. Nein, mit dem Stempel hat die Polizei legalisiert. Aber um den Stempel zu geben, trug ich die Verantwortung, dass keiner in Russland geboren ist. Und sind Juden nicht in Russland geboren? Ja. Ich erinnere mich an einen Fall von einem alten Juden, sagte, wieso können Sie mir meine Papiere zerreißen? Bis ich dem alten Mann das erklären konnte, sie verbrennen sich und verbrennen mich. Sie dürfen nicht sagen, Sie sind geboren und weiß ich, im Schemmischlotter, wo wir in Nordwelt ausfindig gemacht haben. Ich habe ihn niemals gefragt. Ich habe unterschrieben. Das ist die Frage jetzt. Ob Sie haben, das ist eine ungehörte Gefahr, dass Sie sich genommen haben, weil sicher. Jeder eine konnte Sie verraten in dieser Angelegenheit. Sicher, nur dass die Juden waren aber zu retten. Die Juden werden selbst mich verraten als sich verraten.
Sie gut, aber auch blöderweise konnten Sie aussprechen oder irgendwie. Ich habe was sollte ich machen, die Leute dann der Polizei übergeben? War keine Rettung. Der geschah alles unter vier Augen, da war kein Mensch bei mir im Büro. Die standen angestellt, die Leute bis unten auf der Straße, ich war im zweiten Stock und gingen nach drei einzeln. Und jeder war glücklich, er wird ein freier Mensch, will das sprechen. Und gesagt, sprechen heißt sich verbrennen und nicht. Wir spielen beide in Gefahr. Verstehe. Also das war die Sache. Ja, da ist die vierte Frage, ist, dass Sie erwähnen, dass Flüchtlinge brauchten sich wenden an nicht-jüdische Organisationen. Ah, wie ich unter 1 ausführte. Ja. Sie wissen, wie die Leute ankamen illegal und die Gemeinde gesagt hat, ja, meldet euch bei der Polizei, ihr werdet eingesperrt werden. Ja. Nachher werden wir euch befreien. Also das haben sie nicht getan. Wie ich unter 1 ausgeführte, trauten sich so manche Illegale nicht, um mit Hilfe bei der Gemeinde, an der Gemeinde oder Joint heranzutreten. Aus Angst, dass die Polizei nicht von ihrer Existenz erfährt. Solche meldeten sich um Hilfe bei Quäker und Unitarians. Die Quäker und Unitarians, die mit mir in Kontakt standen, die wussten die Geschichte. Die wussten, dass die Leute wollen nicht gehen zur jüdischen Gemeinde aus Angst von der Polizei. Wie viele Leute waren so? Einige Zehner wahrscheinlich. Ich weiß, wenn Sie mich heute fragen. Nein, nicht genauer. Einige Zehner. Schade, dass Sie nicht mit den Quäkers und von Italien vielleicht haben Sie Unterlagen. Ja. Das war die Sache. Ich habe kommende. Also, was, wie weiter? Was Sie, weiter. Jetzt über diesen Alexander. Ah, Alex. Was ist das? Ja. Alex war Vertrauensmann der britischen Embassy und bearbeitete die Angelegenheit der Flüchtlinge und war somit mit den Polizeibehörden in Verbindung. Als ich aus den Besprechungen mit ihm erfuhr, dass er mit Catella, so hieß der Chef der Polizei, in bester Verbindung stand, bat ich ihn, uns zu helfen wegen der Legalisierung der Illegalen. Er sprach mit Catella, führte mich als Vertreter vom Kongress mit ihm zusammen. Und vom Catellas Gesichtspunkt war für einen Diktaturstaat besser, für alle Einwohner Bescheid zu wissen, als statt zu wissen, dass Leute unidentifiziert in Lissabon leben. So hat er erklärt. Der Alexander hat ihm. Der Alexander. Erklären Sie mit mir darüber so gesprochen. War das gut? So kam es zu dem Vergleich, dass er verlangte von uns, ehrlich zu sein und die Dokumente genauest auszuführen. Das war alles. Von deren Gesichtspunkt haben die geglaubt, sie haben gemacht eine große Sache. Gut, habt ihr gemacht eine große Sache. Für uns war es ein Glück, dass für die Leute ein Interesse bestand, das zu machen. Sonst wäre es gewesen, aus Menschlichkeit oder weiß ich was. Nein, sie brauchten das haben für sich. Sie brauchten wissen, wem haben sie im Land. Und so kam es zu der Geschichte. Ja. Jetzt ist diese Geheimpost. Ja, geheime Postverbindungen. Es begann so mit, dass der Silberschein mir die erste Post, die er aus Polen bekam, zu mir zwecks weiterversandte nach New York und London sandte und mich bat, mich vorsichtig darum zu bemühen, unterirdische Postverbindungen ausfindig zu machen. Und die erste Post, die ich bekam, war auch ein Teil geheime Post bestimmt für die polnische Gesandtschaft. So begann ich zu suchen und zu forschen und es gelang mir, einige Verbindungen zu bekommen, wie Alex, einen südamerikanischen Diplomaten, der seine diplomatische Post nach und von der Schweiz regelmäßig führte. Durch Frankreich? Nein, nach der Schweiz. Aber durch Frankreich? Durch Frankreich. Es war kein anderer Weg da. Ja.
Das war eine kolossale Verbindung für uns. Die Engländer haben mit profitiert. Da ich über meine Verbindungen die Post der Polen, Tschechen und Franzosen, und in der französischen Post war auch die englische mit dabei, so bekam ich die Möglichkeit, deren Verbindungen gleichfalls zu benutzen. Ich wurde für die Leute eine interessante Person geworden, natürlich. Können Sie sich vielleicht erinnern, in einer chronologischer Weise, wie diese Sache hat sich, zum Beispiel der Silberstein, Sie erwähnen, dass der Silberstein hat zuerst geschickt die illegale Post. Wie hat es getan? Es kam ein Mann zu mir, überbrachte mir die Post. Und diplomatischerweise? Nicht diplomatischerweise. Man brachte mir ein Paket und der Mann war nicht mehr zu sehen. Geschmuggelt, sicher geschmuggelt, aber wie geschmuggelt, wer es geschmuggelt, weiß ich nicht. Zum ersten Mal sind mir die Augen aufgegangen. Da sehe ich da Post von dort im Geheim. Für mich war das etwas kolossal. Können Sie vielleicht erinnern, wann es war? Das kann gewesen sein, wahrscheinlich 41, 42. Das ist sehr früh? Ja, sehr früh. Ich verstehe. Und damals haben Sie begonnen zu... Dann habe ich verstanden, meine Rolle, die muss geheim gehalten werden. Dann habe ich verstanden, dass ich spiele mit Gefahr. Ich übernehme Post von Menschen, die ich nicht kenne, ich schicke sie weiter. Dann habe ich gesehen, ich muss mich isolieren, soweit ich kann. Kein Mensch darf es sehen. Da verstand ich, ich bin in großer Gefahr, wenn ich da mit jemandem spreche. Kein Mensch darf von den Sachen was sagen. Und in diesem Paket war auch Post für die Polen? In diesem Paket war Post für die Polen. Und das war das Sprungbrett für... So kam ich an. Lassen Sie mich den Artikel, die Notiz ein bisschen zu Ende lesen. Da habe ich da geschrieben, wo war das? Polen, Tschechen, Franzosen. So bekam ich die Möglichkeit, deren Verbindungen gleichfalls zu benutzen. Gorier über Leute von Frankreich, vom zweiten Büro, Tschechen und Polen schickten mit unsere Post nach London. Die haben dort diplomatische Post geschickt. So haben wir die Post durch. Das hat geöffnet alle Wege für mich. Ich war für die Leute auf einmal wertvoll geworden. Ja, und. Also, sie renoviert, sie konnten auch schicken an Silberstein direkt? Oder das heißt, auch schmuggelweise oder nur diplomatischerweise? Diplomatischerweise durch Alexander. Alexander sind sicher schmuggelweise gewesen. Das heißt, die Verbindung. Es gab keine Diplomaten, derer das hat geklappt extraordinär. Der war offiziell ein Diplomat, wert mit seiner Post und so. Südafrika war damals noch im Krieg. Sie haben Nein, der war nicht im Krieg. Südamerikaner war es. Ja, nicht Südafrikaner. Amerikaner. Südamerikaner. Ja. Ah. Die Polen pflegten nicht nur meine Verbindungen nach der Schweiz zu ihrer dortigen Gesandtschaft benutzen, sondern sie pflegten. Lassen Sie mich nur lesen, was ich geschrieben habe. Sie pflegten auch Silberscheins geheime Verbindungen mit Polen benutzen. Silberschein gab unterirdische Verbindungen mit Polen. Die Polen, so wie die Polen benutzt haben meine, so haben die Polen in Warschau, in der Schweiz, benutzt die Verbindungen von Silberschein. So wurden einige Mal über mich und dann über Silberschein kleine Radioapparate, Sendungsapparate und andere Geräte übersandt. Ich habe ein ganz großes Paket. Und da waren drin die geheimsten Sachen. Und das hat bekommen Silberschein. Und Silberschein pflegte das weiterschicken durch seine Verbindungen nach Polen. Und Sie haben Silberschein durch Gorlier und Alexander geschickt? Bitte? An Silberschein haben Sie es durch Gorlier? Silberschein pflegte die schicken durch den Diplomaten, durch Alexander und ein paar Mal durch Gorlier. Das war die große Sache. Dadurch hat New York und London erst erfahren, was sich in Polen tut. Die ersten Nachrichten, die herausgekommen sind von Silberschein, das war die Urkraft. Und die über mich weitergehen konnten. Und so hat die Welt erfahren, dass man Juden mordet. Da kam es erst daraus, die ganze Geschichte. Das war doch so wichtig. Für mich war es, als ich dieses Paket bekam und gelesen habe, was sich tut, da war ich doch selbst so hingerissen. Was hätte ich nicht getan? Erde mit den Zähnen gebissen, um Wege mir zu schaffen. Und es ist mir geglückt. Wie lange hat es gedauert, in diese... Die ganze Zeit. Die waren mir dankbar, ich war denen dankbar. Sie haben durch mich geschickt, ich habe durch denen geschickt. So habe ich gehabt, Wege zu schicken nach London.
Und durch ihn, durch also die Tschechen und Polen und so. Und dieser Chef der Dings, der hat nur mich barrikadieren wollen. Des Salis. Des Salis hat mit mir einen Kampf auf Leben und Tod geführt. Ich soll nicht führen. Ich habe gesagt, ich werde niemals einstellen. Ich habe ihm erklärt, glaube ich. Ich habe gesagt, das Einzige, was ich machen kann, bitte sehr, lesen Sie, was wir schreiben und was wir schicken. Aber einstellen kommt nicht in Frage. Verstehen Sie, was das bedeuten würde, einstellen? Einstellen würde bedeuten, man würde nichts wissen, was die Juden in der Welt würden gar nicht wissen, was sich tut mit Juden in Polen und so weiter. Für uns einstellen? Und ich war die einzige Stelle, die das geführt hat. Und das ist wirklich so bedeutend. Heute kann man es ja sehen, was das bedeutet hat. Aber zu jener Zeit, man war so drin, weil man ging auch in der Geschichte. Und da habe und als die einige von hier kamen nach Portugal, eine von der MAPAM und MAPAM, und ich denen erklärte, was ich da im Kampf habe mit De Salis, sagen sie, dass man noch findet in Galut Leute, die sich so heldisch benehmen. Also wirklich, die waren ganz begeistert, wie ich das mache. Ich habe gekommen, nicht einstellen, kam nicht in Frage für uns. Auch wenn er der Chef der englischen Dings, was konnte er mir machen? Ich sitze in Portugal, was soll ich mal? Einsperren kann er mich nicht. Ich habe mit diesem Dessal... Sie gehen auch Katastrophen bezüglich, das heißt, das Post ist gefallen in unverlässliche Hände? Nein, die Post haben wir bekommen. Ohne, es waren keine... Nein, waren keine Zwischenfälle. Ich bin, einmal ist, was, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erzählt habe, einmal kam Hart war sehr befreundet mit einem älteren Goy, ein sehr feiner Goy,